Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Moment, ich muss mal kurz hier das Mikrofon richten. Beim Let's Play von Genau Banished. Den ruhigen Let's Play. Oh. Hey, haben wir jetzt 4 Arbeiter haben wir eingestellt. Allerdings sehe ich irgendwie nur, da kommen die anderen. Ich hab's genau Moment. Moment. Was macht der da? Ozzy is getting something to eat. Wofür? Braucht er doch gar nicht. Na gut, egal. Wir waren hier stehen geblieben, was das Terrain hier angeht. Aber dafür habe ich nun... Oh, Moment. Ich habe den Mod noch gar nicht aktiviert. Verdammt. Ach, immer das Gleiche. Immer vergesse ich sowas. La 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 la. Das ist ja noch gar nicht an. Nein. Wie, das ist auch nicht an? Okay. Gut zu wissen. Ist das jetzt so? Ja, müsste. Okay. Yes. So einfach kann man mit den Mods hier in Banished umgehen. Jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Und das auch noch während eines Safe Games. Und ich habe sogar einfach mal ein Update rübergeladen. Und tada, es funktioniert. Und hier haben wir es. Da. Flatten Terrain. Flatten Hills and Water. Creating Valley Terrain for Building Use. Remove Building to Delete Footprint. So, jetzt haben wir erstmal hier das schöne Ding hier, was wir jetzt erstmal nutzen, um ein bisschen hier flachen Boden zu kriegen. Weil dann könnten wir hier theoretisch noch ein Gebäude hinbauen. So, hier haben wir das schöne Ding. Das muss jetzt erstmal gebaut werden. So, klingt jetzt komisch, ist aber so. Jetzt müssten die Bauarbeiter bald hinkommen. Ich spule mal ein bisschen weiter vor. So. Und gleich müssten sie eigentlich kommen. Gleich sind sie soweit. Gleich kommen sie. Ah, da werden die ersten Bäume abgefällt. Abgeholzt. Ah ja, planieren. Da muss erstmal alles entfernt werden, bevor man da arbeiten kann. Ja, ja. Das finde ich cool, dass es nicht einfach so gemacht ist, dass man dann sagt, ja, okay, dann geht der Boden einfach nach unten, so wie es in SimCity-Teilen und so ist. Nein, 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 nein. Boah, die haben hier gar nichts abgebaut, oder was? Die haben gar nichts abgebaut. Was ist denn hier los? Das ganze Essen geht flöten. Was seid ihr für ein Idiotenpack? Soll ich einfach noch mehr einstellen? Eins, zwei, eins. Moment. Hoppala. Ja, doch, so ist richtig. Pff, Idioten. Jetzt haben sie wahrscheinlich nur, nein, haben sie nicht. Na, die sind schon fertig. Gut. Bevor wir jetzt hier drauf bauen können, müssen wir jetzt erstmal hier einmal kurz klicken auf Remove Structure. Und dann haben wir hier sofort fliegende Bäume, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt können wir nämlich nochmal sagen, das sieht mir ein bisschen unlogisch aus, das mache ich jetzt mal ein bisschen hier weg. So, jetzt gehen sie auch schon ran und tada! Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Finde ich geil, dass das funktioniert. So ohne Probleme. Jetzt können wir hier das Holz benutzen. Da kommen sie auch schon an und basteln schön. Beziehungsweise breiten es dafür vor. So. Dann kann man auch nicht mehr hier von dieser Seite aus. Dann müssen die immer hier rumgehen. Zwar ist es jetzt produktionstechnisch nicht so toll, aber immer noch meiner Meinung nach schön. Na. Apropos schöner. Ich baue jetzt hier noch ein kleines... eine kleine Holzhütte hin. Für eine weitere Familie, weil das sehe ich nicht ein. Wir haben jetzt hier
einen 13-Jährigen, der ein Farmer ist, und einen 34- und 22-Jährigen. Und das sind drei Farmer. Wir brauchen aber mindestens 4 oder 5 in der Nähe hier, dass die auch nicht so weit latschen müssen. Deshalb werden wir jetzt hier erstmal noch... Ich glaube eigentlich, dass ein Häuschen nicht reicht. Wir könnten eigentlich noch eins hier hinbauen. Vielleicht sogar so ein größeres, so hier in der Ecke oder so. So der Betreiber vom Silo oder irgendwie sowas in der Art. Das passt sogar daran. Das geht sogar hinein. Das sieht cool aus. Soll man das machen? Was sieht cool aus, das machen wir. Da ist eine Lücke. Genau da. Weg ist sie. Ha, jetzt kommt man nicht mehr so einfach rein. Und das Schöne ist, die können auch wirklich nicht einfach den Zaun ignorieren. Also die müssen wirklich durchgehen da. Ja, wir haben nur noch 440 Essen. Es ist jetzt nicht so optimal. Von einem, da wir jetzt nur noch 18 Essen haben. Ja. Achso, es ist ja ein Händler hergefahren, wa? Was bringt denn der? Wir haben ihn verpasst. Ja. Scheiße. Nein. Och nö. Was hat er denn bei sich? Na guck mal, Holz sind wir überfüllt. Oh. Oh, die Schule ist überfüllt. Das ist suboptimal. 18 von 26. Ja, die müssen hier eindeutig noch mehr Kälber bekommen. Wie sieht's hier aus? Wir haben Late Spring schon wieder. Die sind immer noch zu langsam. Gut. Vielleicht sollten wir eine Straße dorthin bauen, dann geht's vielleicht einen Tick schneller. Vielleicht sollten wir auch hier den Eingang hinmachen. Beeilt euch. Ihr habt gerade mal 14%. Okay? 14. Anscheinend müssen da noch mehr dran arbeiten. Er kriegt ja nicht mal die Hälfte auf die Reihe. Und wir haben schon Late Spring. Das ist zu langsam. Wir haben sogar 2 neue Mitarbeiter. Das passt doch perfekt. 1, 2. Jetzt haben wir sogar 10 Arbeiter hier. 10 Farmer. Ah, die Häuser sind fertig. Sehr schön. Hier sind auch die ganzen Farmer. So soll es sein. So, jetzt haben wir Early Summer. Das könnte vielleicht sogar jetzt hinhauen mit dem Abbauen. Könnte. Muss nicht. Gucken wir uns das mal genauer an. Das müsste aber klappen. Eigentlich. Übrigens, das heißt nicht, dass die hier das Feld hinten komplett befruchtet haben, sondern das hier heißt, dass die, wie die Wachstumsrate derzeit ist. Also wenn sie bei 50% ist, dann haben wir 50% Ertrag von diesem Feld, wenn es komplett abgebaut werden würde. Oh, wir haben hier eine coole, seht ihr das hier? Es geht ein bisschen so einen Hügel hinauf, auch nur ein bisschen. Das sieht doch wirklich diesmal sehr gut aus. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, das abzubauen. Und dann gibt es eine... Yo, sind schon. Und wir sind im frühen Herbst. Ja, gut. Die bringen jetzt das Pfeffer in die Mühle. Ich weiß jetzt nicht, was das so bringen sollte. Von einem, weil wir hier eigentlich das Silo haben, aber gut. Bin gerade ein wenig verwirrt. Und von der Mühle aus tragen sie es dann irgendwo anders hin. Geil. Oh, guck mal, wie sie sich hier alle wuseln. Oh, ich hab was vergessen. So. Jetzt haben wir wirklich Herbst. Aber noch nicht späten Herbst. Noch sind die hier fleißig am Bauen. So, jetzt den werden wir nicht verpassen. Was hat denn der für uns?
Squash Seeds. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen Corn Seeds. Oder Wheat Seeds? Warte mal. Cotton? Cabbage? Muss ich mal kurz angucken. Was braucht das Ding hier denn nochmal? Floor und Corn Floor. Das ist beides nicht das Richtige. Gibt es denn hier Floor? Flex, Bean, Cabbage, Corn, Cotton? Ne. Aber wir könnten... Ja, wir könnten das eigentlich einkaufen. Ich meine, wir haben genug Klei... Nein, haben wir nicht. Wieso haben wir das nicht? The material required to perform work are not available. Ach so. Das hier hinten existiert also auch bereits. Und niemand setzt mich in Kenntnis. Das ist natürlich sehr nett. Dann bauen wir mal hier die... nee, das ist zu nah. Hierhin passt es nicht. Dann hier dran. Und wir mal hier so zwei Häuschen dürften erstmal dafür reichen. Ja, ich weiß, dass Reserve Food low ist, aber bis jetzt klappt's doch. Ja, jetzt gehen sie hier schon flöten. Wie viel hat's denn gebracht? 1300. Das ist mal ein ordentliches Sümmchen, würde ich mal sagen. Ja doch, damit kann man angeben, finde ich. 1300. Gut, ist jetzt nicht das Beste vom Besten, aber sie sind noch am Abbauen, das muss man dazu sagen. 1370 sind wir jetzt schon. Aber die brauchen trotzdem zu lange. Ich glaube, wir machen wirklich den Eingang hier hin. Na, Bauarbeiter, wo seid ihr? Übrigens, wir haben noch 10 Bauarbeiter. Fällt mir gerade so auf. Wir brauchen gar nicht mehr so viele. 4 Stück reichen vollkommen und dann haben wir wieder 10 Arbeiter, die wir nach da hinten schicken können übrigens. Oder wir können auch hier direkt sagen eigentlich. Oh. Das ist neu, der Stocker. Oh, Gatherer, da haben wir es. 1, 2, 3, 4. Gatherer auf jeden Fall, immer voll haben, wirklich. Das ist ein Tipp an mich für euch, die Banish spielen, auch ohne Mods, immer Gatherer voll haben. Das sind wirklich die besten Nahrungssammler, die es in dem Spiel gibt. Okay, abgesehen von den Fishing Dogs, weil die sind eigentlich auch echt gut drauf. Aber da gibt es trotzdem Besseres. Bäcker, Hunter, machen wir mal auch das Doppelte, wegen Felle. Apropos, warum geben die eigentlich kein Leder? Ach, tun sie doch. Cowleather. Boah, wie viel. Uiuiui. Kuhleder. Kuhleder haben wir 20. Aber er sagt, das geht nicht. Warum sagt er, das geht nicht? Ist doch Leder. Hä? Was will der denn? Mehr als Kuhleder kann man denen doch nicht geben. Brauchen wir vielleicht dafür dieses Textilien-Ding? Wenn ich wüsste, wo das ist. Dieses Textilien-Ding. Textilien-Ding. Das ist das. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Kann man theoretisch auch hier hinbauen. So als Gebäude, was dafür da ist, um da zu sein, um zu sagen, hier gibt's Kühe und so. Was zur Hölle? Ich meinte, um ein Gebäude, was so gesehen
den Leuten, die hier leben, bewusst macht, dass hier auf jeden Fall irgendwas mit Textilien gemacht wird. Das könnte allerdings auch von Vorteil sein, wenn es tatsächlich hier irgendwann einen Händler geben wird, der uns mal Schafe verkaufen würde. Wir haben schon wieder 2 neue Arbeiter bekommen. Das ist gut. Und mit der Nahrung meckern sie auch nicht mehr, muss man dazu sagen. Hier haben wir 2 neue Häuser. Bis jetzt hat es noch nicht gebrannt, was ich ziemlich gut finde. Ach ja, und wir brauchen hier 2 neue... Hoppala. 1, 2... Auch wenn das eigentlich nicht so wichtig ist. Trotzdem belassen wir es bei 6. Wir haben genug Laborer. Und dadurch auch neue Schüler. Juhu. 22 von 26. Ey, die müssen ja so viel Nahrung bald abgeben. Ah, diesmal sind wir im Early Summer und die haben das Feld schon fast fertig. Das klappt doch jetzt diesmal besser. Hier packen wir noch die Straße hin. Ist da wirklich ein Baum im Wege? Ja. Schweinerei. Er ist da. Was hat er für uns? Flachs. Also, gar nichts. Gar nichts, was uns irgendetwas bringen könnte. Gar nichts. Was ist denn mit den Farmyard? Ja, den haben wir ja hier eigentlich schon mal gebastelt, aber vielleicht... Kann er ja auch aus... Nein, kann er nicht. Der kann nur... Kleidung... Mit Flachs kann man natürlich nicht nur... Seile herstellen, von denen wir wahrscheinlich jetzt genug... Nein, haben wir nicht. Oder wo sind die Seile? Da, hier. 8 Seile. Na gut, das ist wirklich sehr wenig. Hier sind 2 Seile. Ja, die verteilen sich aber ganz schön, die Seile. Okay, hier ist nichts. Sie sind schon abbauen. Boah, wie das aussieht. Geil. Und wir sind im frühen Herbst, was wieder zu spät ist mit dem Abbauen. Das heißt, wir brauchen noch mehr, oder was? Glaube ich nicht. Laborer arbeiten doch da auch mit. Nee. Okay. Aber bis jetzt ist es noch nicht kaputt gegangen. Oh oh. Jetzt geht's kaputt. Schneller abholen. Wieso wird denn das hier nicht genutzt? Ich verstehe es nicht. Und Stocker sind wofür da? Die gehen zum... Ah. Hierhin gehen die. Ich glaube, wir brauchen da noch mehr Arbeiter. 1800 ist schon echt ein Stück, aber das reicht immer noch nicht. Dann müssen wir wohl 10 hier drauf anstellen. Auf der Farm hier. Ja, 10 Leute, die im Winter nichts zu tun haben, ne? Das ist schon... Naja, es gibt Schlimmeres. Um einiges Schlimmeres. Von einigen gibt das echt viel Nahrung. Wenn man sich überlegt, dass eigentlich jedes Feld so 300, 400 damals beim Standard gegeben hat. Gut, das war dann aber auch wirklich nur so groß. Also von hier aus bis hierhin so. Und dann konntest du halt ganz viele nebeneinander basteln und davon dann auch verschiedene Sorten. Jetzt kannst du halt ganz große Felder machen. Aber du hast trotzdem noch diese Freiheit, dass du so... zum Glück die Freiheit, dass du nicht nur einen einstellen kannst oder so. Allgemein ist das ziemlich cool, dass das geht, weil ihr müsst mal überlegen, wie nervig das wohl wäre, wenn man tatsächlich nur 2 Arbeiter maximal auf so eine Farm betreiben könnte und das nicht einstellen kann, wie viele man da genau haben will. Das wäre endmies. Reserve food is low.
Reserve Food is low. Wir könnten einen zweiten Fischer holen. Und da kommt ein neuer Händler. Komm, bauen wir einen zweiten Fischer. Tut doch niemandem was. Außer den Fischen. Hier passt das nicht hin. Hierhin wird's passen. Hier ist schon ein Fischer, der geht bis hierhin mit einem Radius und hier bis hier. Man kann die schon nebeneinander bauen. Das gibt eigentlich gar keine Verluste, aber naja, wenn man ganz vorsichtig ist und so perfekt wie möglich das haben will mit der Produktion und ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum es gerade diesen Radius gibt, aber gut. Wir könnten theoretisch den Fischer ja hier hinpacken. Ich glaube, der dürfte hier eine ganz gute Ausbeute machen. Da der wirklich diesen Kreis hier nutzen kann. So. Hier eine schöne Straße bauen. Noch verhungert niemand. Noch, wohlgemerkt. Sehr gut. Alle fleißig am Arbeiten. Weiß zwar nicht, was die Kinder dort machen, aber gut. So, was hat denn der Händler diesmal anzubieten? Feuerholz, klares Wasser. Nichts Ordentliches. 1, 2, 3, 4. Moment. Doch, müsste richtig sein. Mehr geht auch nicht. Jetzt haben wir keinen Laborer mehr. Wir brauchen neue Nomaden. Und hier brauchen wir neue Häuser. Damit hier sich die Farmer so... Jawohl, wir haben neuen Arbeiter. Es geht echt fix hier gerade. Da, ein kleines Dörfchen hier aufbauen. Könnten noch ein Well hier hin basteln. Oder eine Fontäne. Aber das ist eher so für die Stadt, so wie das aussieht. Deshalb baue ich hier lieber so ein kleines, aber feines Dingen. Nur wohin? Na gut, packen wir es hier hin. So. Machen wir hier jetzt noch eine schöne Straße hin. Okay, wir könnten theoretisch das jetzt zu einer Steinstraße machen, wenn ich sehe, wie viel Stein wir haben. Also, einmal hier das alles. Sechs Arbeiter können benötigt werden derzeit. Ne, wir haben schon wieder 4 freie Arbeiter, sehe ich gerade. Ah, wir sind wieder knapp am Essen, aber irgendwie halten wir uns trotzdem hoch. Hier sieht man auch, wie die schön abbauen. Early Autumn, also früher Herbst. Und wir haben jetzt schon... Das ist eigentlich nicht schlecht jetzt. Also die Anzahl scheint echt gut zu gehen. Und auch hier die Gebäude in der Nähe scheinen gut zu tun. Neben den Fischer könnten wir eigentlich auch noch ein Häuschen bauen. Ja. Das könnten sie diesmal schaffen, das komplette Feld abzubauen. Mir fällt ein, wir könnten eigentlich so langsam mal Kohle scheffeln, damit wir Stahl-Dingens befördern können hier, beziehungsweise bauen können. Da geht wieder die Hälfte flöten. Na, nicht die Hälfte, aber so ein Drittel. Aber das ist normal, dass immer wieder was flöten geht. Also das ist auch bei den kleinen Feldern so, wo nur 2 Arbeiter sind. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm von eigenen, die... Boah, 2300. Da braucht man gerade mal 5 von diesen Feldern und dann... Okay, die sind schon relativ groß. Vielleicht sollte ich doch noch 2 Arbeiter hier raufpappen. Die Schule ist nicht mehr voll. Und der Händler ist ja immer noch da. Nee, kommt ein neuer Händler? Müsste ja. Eigentlich so langsam, oder? Da!
Gut, wir sehen in der nächsten Folge, was der Händler uns geben wird. Ich verabschiede mich erstmal und jetzt kommt Outro und so Standard-Crash. Ihr wollt mehr? Na dann abonniert mich doch einfach, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, das würde mich auf jeden Fall unterstützen. Oder zeigt das Video einfach euren Freunden weiter. Hause! Und vielen Dank fürs Schauen!